Hi und hallo zum neuen Video. Heute soll es um Noten gehen und wir schauen mal ganz topaktuell auf das aktuelle Bewegungszeugnis in Deutschland. Und ich möchte euch zunächst eine kurze Gliederung vorstellen. Tatsächlich gucken wir auf ausgewählte Indikatoren oder Faktoren, die das aktuelle Bewegungszeugnis in unserem Land, in Deutschland, bestimmen. Und dann wollen wir einen vorsichtigen Vergleich anstellen mit Werten von 2018. Vorsichtig, weil da steckt einiges dahinter. Da komme ich dann natürlich später noch dazu. Aber erstmal schauen wir uns genau diese Daten hier an. Zunächst aber erstmal, was steckt denn dahinter? Wer ist denn verantwortlich für das Bewegungszeugnis? Und welche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler finden sich denn in der Lage, das auch eben zu beurteilen und auf welcher Basis? Und hier kommt die Organisation oder die Gruppe der ACTI Healthy Kids ins Spiel. Und ich möchte euch an der Stelle erstmal kurz erzählen, was dahinter steckt. Das sind also Expertinnen, die die körperliche Aktivität und das sitzende Verhalten in verschiedenen Ländern anhand von ausgewählten Indikatoren bewerten. Die Grundlage sind wissenschaftliche Studien, nationale Bewertungen, Berichte von Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen, auf dessen Basis eben dann eine gewisse Note, ein gewisses Zeugnis auch erstellt wird. Jetzt an der Stelle noch kurze Eindrücke zur Entwicklung des Ganzen. Also der Ursprung war 2005, da wurde die erste Report Card für körperliche Aktivität für Kinder und Jugendliche entwickelt. Und dann gab es ein paar Jahre der Überbrückung, der Entwicklung und Erweiterung. Und 2014 gab es die erste globale Konferenz zur körperlichen Aktivität von Kindern in Toronto. Und hier ist die Begrifflichkeit Global Matrix entstanden, hier die Version 1.0. 15 Länder waren da dabei, die ihre Reportcard an der Stelle präsentiert haben. In diesem Zusammenhang wurde dann auch die Alliance gegründet, die Active Healthy Kids Global Alliance. Und 2016, 2 Jahre später, kam es zur Global Matrix 2.0 in Bangkok. Und hier waren dann schon 38 Länder dabei, die eben ihre Reportcard des Bewegungszeugnisses dort berichtet haben oder präsentiert haben. 2018 gab es die nächste Konferenz in Australien, in Adelaide, Global Matrix 3.0. Und hier waren jetzt eben schon 49 Länder dabei und die Besonderheit Deutschland an der Stelle zum ersten Mal vertreten. Ganz top aktuell, nämlich genau die Tage, jetzt Ende Oktober, wurde die Global Matrix 4.0 in Abu Dhabi präsentiert oder veröffentlicht. Und hier sind jetzt 57 Länder dabei gewesen. Man sieht also hier eine ganz klare Entwicklung, dass dort immer mehr Länder Teil davon sind. Und so kann man auch ein übergreifendes Bewegungszeugnis dokumentieren. Wobei ich an der Stelle auch sagen muss, das muss man natürlich ein bisschen mit Vorsicht genießen. Das werde ich am Ende dann noch genauer ausführen. Aber hier seht ihr erstmal die Entwicklung. Ich finde es eine ganz spannende Sache und finde es doch durchaus schön, euch heute hier die Werte auch top aktuell zu präsentieren. Wie findet die Präsentation jetzt genau statt? Ich habe mir gedacht, wir machen das in folgender Art und Weise. Zunächst werdet ihr immer oben eine übergeordnete Kategorie finden, die ich hier mal herausgesucht habe. Dann gibt es die Noten, und zwar die deutsche Verbindung von den Wissenschaftlerinnen, die ich und Wissenschaftlern, die ich euch nachher noch zeige am Ende, die haben hier eben jetzt mal auch mal differenziert in Geschlecht Mädchen und Jung. Und wir schauen auch auf die Corona-Pandemie, welchen Trend gab es da? Und das ist so die Basis für jede Folie. Was kommt noch mit dazu? Hier wird dann der Kernindikator genannt. Dann gibt es Erklärungen und Hervorhebungen, die diesen Indikator und die Note genauer beschreiben. Und ich habe mal ein paar Highlights hier rausgesucht, die ich rot unterstrichen habe, damit man eben den Kerngedanken auch gut folgen kann. Natürlich könnt ihr auch dann in Ruhe das Video anhalten und weiterlesen.
Ich habe dahingehend jetzt mir noch Gedanken gemacht, was sind so weiterführende Aspekte, interessante Aspekte aus anderen aktuellen Studien, so dass man das ein bisschen garniert und auch einbettet noch. Und ich präsentiere euch tatsächlich gleich mit auch Best oder Next Practice Ideen, so dass ihr Ansatzpunkte habt für die Praxis, wie ihr eben auch an dieser Stelle dort mit diesen Fakten arbeitet und wie ihr ja, dann auch, ja, das weiterverwenden könnt und dort auch ansetzt, weil es soll nicht nur an der Stelle stehen bleiben. Und so viel kann ich schon verraten, wir müssen aktiv sein, wir wollen die Noten natürlich auch verbessern. Schauen wir zunächst auf das tägliche Verhalten. Und das tägliche Verhalten schließt 2022 oder die aktuelle Note ist ein 4-. Ja, das ist erstmal übergeordnet. Und zwar betrifft das hier genau erstmal die körperliche Aktivität. Was ist mir hier aufgefallen? Dass nur etwa 13 bis 40% ist eine große Spanne, weil es unterschiedliche Studien gibt. Das muss man dann erstmal so hinnehmen. Aber nur 13 bis 40%, also wirklich wenig der Kinder und Jugendlichen, reichen die Bewegungsempfehlungen der WHO. Wir sehen, dass Jungen sich tendenziell etwas mehr bewegen als Mädchen. Und was die Corona-Pandemie anbelangt, ist es so, dass wir im ersten Lockdown praktisch beobachten konnten, dass die Kinder und Jugendlichen etwas aktiver waren. Und im zweiten Lockdown ging es dann tatsächlich sogar noch unter das Ausgangsniveau zurück. Das ist das, was hier gehighlightet ist. Noch zur Ergänzung, Mädchen eben mit einer 4- leicht, etwas schlechter als die Jungen. Und was habe ich hier ergänzend noch dazu rausgesucht? Wir müssen es schaffen, wie Martins und Kolleginnen hier auch empfohlen haben, die Eigenschaften und Interessen und Umstände der Kinder und Jugendlichen zu berücksichtigen, beziehungsweise dann unsere Bewegungsinterventionen auch darauf auszurichten. Das klingt jetzt banal, aber das findet noch unzureichend, beziehungsweise an manchen Stellen sehr, sehr wenig oder überhaupt nicht statt. Und da müssen wir einen schärferen Blick drauf haben, dass wir dort die Kinder und Jugendlichen auch mitbestimmen lassen, teilhaben an Prozessen der Entscheidung und wirklich dort mehr schauen, was wollen sie denn, was brauchen sie denn, was fordern sie auch ein. Weiteres spannendes Element ist, dass wir auch stärker schauen müssen, wie sind denn die ganz klaren Bezugspersonen sozialisiert? Also die Kinder, die Eltern, die Pädagoginnen und die Kindersportleiterinnen. Manchmal ist gar nicht klar, wie sehr sie schon vorgeprägt sind, natürlich durch die eigene Bewegungssozialisation und die eigene Entwicklung und Erziehung. Und daraufhin bilden sie dann eben Wahrnehmungen aus, Erwartungen und Überzeugungen, die sie wiederum natürlich auf ihre Kinder und Jugendlichen auf die Sportlerinnen und Sportler übertragen. Ja. Und ein Beispiel ist an der Stelle, dass, ja, wenn wir schauen, dass Mädchen ja, sich nicht so viel bewegen, im Durchschnitt natürlich, wie Jungen, dass interessanterweise oder fälschlicherweise muss man auch dazu sagen, wenn Jungs sich viel bewegen, dann ist das natürlich irgendwie biologisch begründet, dass sie toben müssen, dass sie aktiv sind, dass sie raufen. Ja. Und wenn Mädchen das tun, dann wird denen immer ein außergewöhnliches Temperament zugeschrieben. Und das ist ein bisschen gefährlich. Das sollten wir uns wirklich hinterfragen und aufpassen und gucken, wie beeinflussen wir denn tatsächlich diese Interventionen oder unser Angebot oder das, was wir auch immer in Aktivität dann noch reinbringen, mit unseren Gedanken, Erwartungen und Überzeugungen. Schauen wir auf den nächsten Aspekt, der auch immer noch im täglichen Verhalten verankert ist. Und hier geht es um die Bildschirmzeit, um das sitzende Verhalten. Die Gesamtnote ist eine 3. Die Mädchen schneiden mit einer 3 ab, die Jungs mit einer 3-. Und der Trend in der Corona-Pandemie ist auch ja, absteigend. Hier ist interessant, dass die Hälfte der Mädchen und 43%, 4 von 10, ungefähr 4 von 10 der Jungs, mehr als 2 Stunden am Tag praktisch am Bildschirm verbringen mit digitalen Geräten. Und während der Corona-Pandemie ist diese Zeit noch extrem nach oben gegangen. Also wir sprechen jetzt dann hier von 80% der Jungen und 7 von 10 Mädchen. Ja? Also sitzen und in Verbindung hier tatsächlich dann mit digitalen Geräten. Das findet also sehr oft statt und Corona war dort sehr, ja, hat sich sehr schlecht auf diesen Parameter auch ausgewirkt.
Ich gebe euch hier an dieser Stelle mal auch eine aktuelle Grafik noch mit vom Präventionsradar, der auch 2022 rauskam. Und hier sehen wir, dass, was ich immer wieder auch berichte und in anderen Beiträgen auch schon einfach mehrfach betont habe, dass erstmal am Wochenende die Zahlen oder die Zeiten der digitalen Medien, der Sitzzeiten höher sind als am Schultag. Also da ist mehr Zeit zur Verfügung und die wird eben leider viel zu wenig aktiv genutzt und es führt dann dazu, dass diese Zeiten eben noch ansteigen, leider. Und da müssen wir aufpassen, da müssen wir ran. Das Wochenende muss aktiver gestaltet werden von denen, die wirklich Einfluss auf unsere Kinder und Jugendlichen haben. Also vorrangig spreche ich da die Eltern an, aber natürlich auch Freunde und Bekannte. Und was wir auch sehen, dass ja, tatsächlich dann die Nutzung der digitalen Medien mit ansteigender Klassenstufe wächst. Das ist ein ganz normales Verhalten, aber sollte man auch beobachten. Vielleicht kann man hier auch Gegentrends setzen. Das wäre natürlich mein Ziel, Jungen etwas mehr, nee, die Mädchen und Jungen hier etwas gleich. Ich sehe etwas mehr die Jungen, die praktisch am Wochenende mehr zocken oder mehr an den digitalen Geräten sind. Aber insgesamt hier die Empfehlung: Wir müssen mehr Spielzeit im Freien. Ja, generieren. Wir müssen gucken, dass dort mehr Aktivität draußen auch stattfindet, weil das ganz klar nachgewiesen eben die Gesundheit fördert. Vor allen Dingen in den ersten 15 Minuten, das sehen wir vorhin erstmal im Kindergarten, aber zieht sich dann auch in die Schule rein. Also, dass wir dort sehen, möglichst viel rausgehen, weil das schafft automatisch Bewegung und die frische Luft ist natürlich in vielerlei Hinsicht auch andersrum, nicht anders, aber auch andere Aspekte, die durch frische Luft natürlich hier stark befördert werden. Und dann sollte man einfach die Power von draußen Aktivitäten nutzen. Und das soll an der Stelle hier auf jeden Fall mal ein Auftrag an alle sein, die ja, sich Gedanken darum machen, wie können wir denn dort die Dinge verändern, das tägliche Verhalten, vor allen Dingen das Sitzen und die Bildschirmzeit verringern. Wir schauen weiter im täglichen Verhalten auf die aktive Mobilität. Ihr habt das gemerkt, ich habe das auch mehrmals schon betont, das ist mir ein ganz wichtiger Aspekt. Und hier, ihr seht es an den Noten, wir haben bis jetzt noch keine guten Noten abgegriffen. Das ist eine 3 als Gesamtnote. Die Mädchen und Jungen schließen hier gleich ab mit der 3. Und der Trend während der Corona-Pandemie ist auch nach unten gegangen. Was habe ich hier an der Stelle mal gehighlightet? Wir sehen, dass etwa 40 bis 65% der Kinder und Jugendlichen regelmäßig zu Fuß zur Schule gehen oder Fahrrad nutzen. Wir haben hier schon über die Power des aktiven Transports, der aktiven Mobilität gesprochen. Zwischen Jungen und Mädchen zeigen sich keine Unterschiede, würde ich hier an der Stelle nochmal mit reingeben. Und was relativ klar ist, aber hier nochmal festgezogen wird durch das Homeschooling, sind die aktiven Schulwege logischerweise auch irgendwo weggefallen. Ja, das ist erstmal ein Fakt, aber man muss sich immer fragen, was steckt dahinter? Und das ist natürlich jetzt nicht gerade förderlich für Bewegungsaktivität. Was auch noch auffällt, die Strecken, die die Kinder und Jugendlichen praktisch am Tag zu Fuß gehen oder eben aktiv bewältigen mit dem Fahrrad zum Beispiel, die sind insgesamt auch leicht zurückgegangen. Also wenn das so weitergeht, dann ist man irgendwann nicht bei null, aber wirklich bei wenig. Und das führt natürlich wieder dazu, dass Kinder gar nicht mehr so fit sind und solche Strecken auch bewältigen können. Ja? Also auch da ein großes Ausrufezeichen aufpassen. Da müssen wir ran. Was gebe ich an der Stelle noch mit? Es ist interessant, dass eben diese aktive Schulwege, das ist unterrepräsentiert, das ist noch nicht gut erforscht, zumindest im deutschsprachigen Raum. Da ist noch viel Bedarf. Ich bin gern dort dran und ja, freue mich auch auf Input von Interessierten, auch aus der Praxis, aber auch natürlich Kolleginnen und Kollegen. Ja, gerne auf mich zu. Das ist ein ganz toller, interessanter, wichtiger Aspekt, bei dem wir ganz viel rausholen können. Und ich sehe interessante Entwicklungen, ganz gute Beispiele. Und hier würde ich gern mitgeben, dass man, ja, wenn man Bildungseinrichtungen hat, dann muss jeder irgendwo rein. Und ich weiß aus Berichten von Kolleginnen, dass man das so gestalten kann, dass zum Beispiel alle, die praktisch die Kinder und Jugendlichen zur Schule fahren oder bringen, dass dort für alle erstmal so ein interessanter Parcours eingerichtet wird,
der dazu führt, dass alle, die rein wollen in die Schule oder in die Kita oder in welche Einrichtung auch immer, dass man dort in gewissermaßen erstmal aktiv sein muss und ein Parcours durchlaufen muss. Das ist Ritual, das kann ganz unterschiedlich sein, ganz herausfordernd, aber es sollte auf jeden Fall eben ja so sein, dass keiner irgendwie drumherum kommt, und dann schleicht sich das auch so ein bisschen ein, und dann merken vielleicht auch die, die am Anfang skeptisch waren, dass es wirklich auch spannend sein kann und eine schöne Sache sein kann und zur schönen Gewohnheit wird. Was auch immer wieder kommt, sind hier Walking Bars Beispiele, also Laufpatenschaften, dass man gemeinsam läuft, sich trifft, und mit Geschwistern, Kindern ist es sowieso einfach, aber dass auch Freunde und Freundinnen sich treffen und den Weg gemeinsam zur Schule, zur Kita bewältigen. Und ein spannender Punkt, den würde ich hier schon auch mal triggern, ist Urban Designing. Also das ist das, was ich auch beobachte, was jetzt immer wieder auch mehr durchkommt, dass man interessante Straßenprojekte sieht. Ich würde es gerne mal so zusammenfassen, dass man jetzt vermehrt auch aktiv wird, um sich so sein Surrounding, sein Platz, seine Orte in der direkten Umgebung wieder zurückerobert. Und man hat in den letzten Jahrzehnten gesehen, wie alles immer mehr zugebaut wurde. Das findet auch teilweise noch statt. Aber hier ist ein gewisser Gegentrend auch eingeleitet worden, in dem Sinne, dass man jetzt wieder mehr auf Bewegung achtet, dass man auch als Bevölkerung schaut, was können wir hier direkt vor unserer Haustür oder im unmittelbaren Wohnumfeld an Aktivität schaffen, was können wir zurückgewinnen, und dort einfach so ein bisschen Achtungszeichen setzt und einen Gegentrend entwickelt, dass nicht mehr Parkplätze entstehen und alles ja mit Betonbauten zugepflastert wird, sondern einfach dort Aktivität auch wieder mehr in den Vordergrund rückt. Und man muss das einfach laut werden und einfordern. Ist gerade ganz spannend, weil man schaut, wie man das auch miteinander verbindet. Also Wohnungsbau, enger Raum, aber tatsächlich interessante, spannende Projekte, die wiederum die Bewegung fördern. Dazu würde ich an der anderen Stelle dann vielleicht auch nochmal ein Video machen. Seid gespannt oder guckt einfach schon mal selbst nach, was dahinter steckt. Mehrkomponentenansätze ist ja auch ein Begriff, der immer wieder kommt. Da merkt man, dass das mehr zieht. Ja? Also nicht nur als Beispiel ein Schild hängen an die Treppe, dass Bewegung wichtig ist und in den täglichen Ablauf eingebaut werden sollte und ganz selten oder nie der Fahrstuhl benutzt werden sollte. Wenn man es mit Aktionen verbindet, zum Beispiel werden sammelt Stufen, man hat gewisse Monate oder Wochen, wo tatsächlich Treppen gezählt werden, Stufen gezählt werden, dann ist das mehr erfolgsversprechend, als wenn man das so alleinig für sich jetzt als einzelne Komponenten sieht, als einzelne Aktion sieht. Ja? Also das ist auch spannend. Dort achtet drauf, wie sieht das bei euch aus, was könnt ihr kombinieren, weil das natürlich den Mensch besser abholt, wenn man von verschiedenen Seiten dort ja gewisse Impulse setzt und ja einfach drüber nachdenken und gucken, dann kann das natürlich sehr, sehr förderlich sein. Es gibt tolle Aktionen, das Stadtradeln, wir sammeln Aktivität, also da gibt's und das kennt ihr alle, das könnt ihr gut beobachten, verschiedene Projekte, die echt auch trendy sind, spannend sind und auch teilweise etabliert sind, also der Bedarf ist da. Und dann gucken, wie man es gut kombiniert. Das ist eben noch zu unzureichend, aber wird jetzt in der Wissenschaft auch stärker beobachtet und auch umgesetzt. Finde ich eine sehr gute Entwicklung. So, wir sind immer noch im täglichen Verhalten, und wir schauen jetzt mal auf den nicht organisierten Sport und das aktive Spielen. Hier gibt es die Gesamtnote 3 minus. Die Mädchen erreichen nur eine 4 plus und die Jungen erreichen eine 3. Hier gibt es einen leicht positiven Trend in der Corona-Pandemie. Ich gebe am Ende nochmal eine Übersicht. Aber zunächst zu den Highlights. Es ist so, dass etwa 56% der Kinder regelmäßig aktiv draußen spielen. Das ist knapp über die Hälfte. Und wir sehen, dass aber 28 bis 48% der Kinder regelmäßig im nicht organisierten Sport unterwegs sind. In der Pandemie ist es zurückgegangen. Das aktive Spielen ist hier besonders damit gemeint. Also man trifft sich jetzt draußen und initiiert ein Spiel mit Freunden, mit Bekannten.
Diese Szenen, diese Aktivitäten sind zurückgegangen. Auf der anderen Seite sehen wir einen Anstieg des nicht organisierten Sporttreibens. Also wirklich jetzt zum Sport, wir gehen laufen, wir haben dort das Event, das ist das, was ansteigt. So ein bisschen das informelle Spielen, das geht zurück. Das sollte man an der Stelle eben hier beachten. Was gebe ich an der Stelle noch mit? Es fällt auf, dass eine gewisse Diskrepanz besteht zwischen den Wünschen der Kinder nach aktivem Spiel und hier vor allem in der Schule und dem, was sie tatsächlich tun können. Ja? Also da möchte ich auch mal den Mahner spielen, dass man die Kinder und Jugendlichen viel zu wenig einbezieht. Und hier möchte ich auch den Akzent setzen, dass man immer abwägen muss zwischen Sicherheit und Risikobedürfnis. Ja? Also die Kinder und Jugendlichen, wenn man sie fragt, würden gerne viel aktiver sein. Es gibt schöne Projekte in Norwegen, habe ich gesehen, wo einfach die Natur und der Wald mit allen Wurzeln, Büschen, Sträuchen, mit unwegsamem Gelände, was da gibt, mit einbezogen ist im Schulgelände, ja, und dort eben zur Aktivität auch genutzt werden kann. In Deutschland ist das, glaube ich, noch nicht so ganz gut vorstellbar. Ich hoffe, dass wir da uns ein Stück weit auch wieder aufweichen. Natürlich jetzt nicht voll ins Risiko gehen, aber vor allen Dingen die Kinder einfach mehr mit einbeziehen, fragen und gemeinsam mit ihnen planen, um dort mehr auch Commitment zu schaffen. Zu sagen, okay, gestaltet doch mehr mit und dann, was würde euch helfen? Was tut euch gut? Wo wollt ihr euch bewegen? Und diese Diskrepanz ein Stück weit auch aufweichen. Man sollte eben die Bedenken der Erwachsenen, die sie generell haben, mit den Wünschen der Kinder nach aktivem Spiel auch abgleichen. Ja, einfach mal ja, sich zusammensetzen, zusammenplanen, diskutieren und dort kann man, denke ich, dann gute Kompromisslösungen finden, womit jeder ganz gut leben kann. Aber man muss vor allen Dingen dann eben mal diesen Austausch auch suchen und wirklich auch gut miteinander konzipieren. Was haben wir noch? Das ist das, was ich euch rausgesucht habe, was aktuell eben auch passiert. Ich habe es jetzt mehrmals schon angesprochen, dass Kinder unbedingt auch ja, beim Spielplatzpolitik mit einbezogen werden und das Risiko ein Stück weit auch eine Rolle spielt und meines Erachtens auch wieder mehr gefordert werden kann. Es gibt einen schönen Spruch, dass wenn man jetzt auf dem Spielplatz ist, das Einzige, was tatsächlich aktiv verändert werden kann, sind Dinge im Sandkasten. Der Rest ist vorgegeben, zumindest in Deutschland, wie gerutscht wird, wie gehangelt wird, wie rauf und runter gegangen wird, aufs Klettergerüst. Und das ist natürlich aus gewissen Parametern verständlich. Wir müssen bloß schauen, was das mit den Kindern macht und was das mit generell der Entwicklung und unserem Bezug und unserer Einstellung zu Spielplätzen und Bewegungen macht. Und da könnte man vielleicht mal ein paar Dinge hinterfragen und ich will das an der Stelle jetzt nur anregen. Seid da neugierig, beobachtet es weiter und ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Ja, vielleicht spielt das Risiko, was eine wichtige Komponente ist, wie ich meine, in der Entwicklung, spielt das auch wieder eine deutliche Rolle. Wir sind immer noch im täglichen Verhalten und hier gehen die Noten jetzt mal ein bisschen mehr ins Positive rein. Es geht um den organisierten Sport, der insgesamt in der Gesamtnote 2 Minus abschließt. Die Mädchen mit einer 3 Plus, die Jungen etwas besser mit einer 2. Der Trend während der Corona-Pandemie ist aber auch gesunken. Wir sehen, dass etwa 60 bis 70% der Kinder und Jugendlichen regelmäßig in Vereinen Sport treiben. Und wir können auch erkennen, dass das in der Corona-Pandemie wirklich auch zurückgegangen ist. Das ist sicherlich jetzt nicht überraschend, aber hier nochmal klar festgezogen. Man muss es ja auch mal dokumentieren über die Jahre. Und da ist spannend, wie das dann auch längerfristig sich auswirkt. Ja. Empfehlungen. Es gibt also positive Erfahrungen mit der Teilnahme am organisierten Sport, die sicher jeder auf dem Schirm hat, die könnte jeder auch irgendwo benennen. Was jetzt aber in der Wissenschaft mehr und mehr auch herausgefunden wird oder nochmal dokumentiert wird, dass vor allen Dingen bei jungen und aktiven Menschen das nochmal einen klareren Effekt gibt, der weit oder der über andere Arten der körperlichen Freizeitaktivität hinausgeht. Was ist damit gemeint ist, natürlich, wenn wir jetzt laufen gehen, wenn wir uns treffen, wenn wir vielleicht Fußball spielen oder was auch immer draußen mehr oder weniger informellen, unorganisiert machen,
dann hat das natürlich, wenn es normal abläuft, auch gute körperliche Effekte. Aber es kann gut dokumentiert werden, dass der organisierte Sport noch zusätzliche Nutzen dort bringt. Ja? Vor allen Dingen eben durch das Miteinander in der Gruppe, durch regelmäßige Aktivität, durch ja, der Bezug, das Zwischenmenschliche zum Übungsleiter, zum Kindersportleiter oder zur Kindersportleiterin. Also das sollte man nicht unterschätzen und das wird hier in der aktuellen Studie auch nochmal stärker dokumentiert. Und das sollte eben den organisierten Sport wieder befördern. Und meiner Meinung nach tut es jedem Kind und Jugendlichen gut, im Sportverein aktiv zu sein. Und da deswegen bitte kümmert euch, versucht das anzuregen. Und ich war selber in einigen Vereinen und ich finde eine ganz positive Erfahrung. Es muss ja nicht auf immer und ewig sein, aber Sportvereine dürfen hier bitte gerne unterstützt werden und die ganzen positiven Effekte sollten hier dann sich auch auswirken. Spannend an der Stelle ist, wenn man mal schaut, habe ich ja gerade angesprochen, es muss ja nicht für immer und ewig sein. Es gibt natürlich gewisse Grenzen oder Lebensphasen, wo aus dem Sportverein dann wieder ausgetreten wird. Hier gibt es sogenannte Dropouts, die immer wieder dokumentiert werden. Und das ist eine gewisse Wettbewerbsstruktur, die einem nicht gefällt. Ist mir jetzt zu leistungsorientiert, ich komme da nicht mehr mit, es ist mir zu anstrengend. Natürlich spielt das Alter eine Rolle, zum Beispiel die Pubertät, aber auch der Eintritt ins Berufsleben dann. Faktoren sind auch Geschlecht. Ja, die persönliche Kompetenzwahrnehmung, also ja, fühle ich mich noch wohl, bin ich fit und kann ich die Sportart gut ausüben oder bin ich hier eher ja, im Vergleich zu meiner Gruppe im Mannschaftssport der tatsächlich nicht so gut in diesem Sport ist, als Beispiel mal. Aber natürlich auch soziodemografische Merkmale der Eltern und Konflikte mit anderen Aktivitäten, die hier eine Rolle spielen. Und hier ist spannend, dass mehr sozial-ökologische Faktoren auch eine Rolle spielen werden in Zukunft. Und hier guckt man vor allen Dingen auf Nachhaltigkeit. Ja? Und ich finde es eine ganz schöne Entwicklung, dass Kinder und Jugendliche und natürlich auch Eltern und Erziehungsberechtigte dann eben auch schauen, wie ist der Sportverein aufgestellt, was wählen wir aus, auch mit Blick auf Werte, die in Verbindung mit ja, Nachhaltigkeit dort ja, herausgearbeitet werden können. Und das ist in unserer Gesellschaft jetzt gerade ein ganz, ganz wichtiges Thema und wird es auch weiter sein. Ich finde es ganz gut. Und dort ja, sollten Sportvereine auch schauen, okay, wie sind wir langfristig aufgestellt und was ist bedeutend für uns, wie stellen wir uns nach außen dar und was passiert in unserem Verein auch über das reine sportliche Aktivsein hinaus. So, jetzt schauen wir mal auf die persönlichen Eigenschaften und hier haben wir ja, ganz blöde Note, wie ich finde, eine 4 plus, Mädchen mit einer 3 minus und Jungen eine 4 plus. Hier geht es um die körperliche Fitness, die diese Noten bekommt. Und der Trend während der Corona-Pandemie ist wirklich negativ. Und was wir sehen, dass eben in Kraft und Beweglichkeit die Kinder und Jugendlichen ein sehr unterdurchschnittliches Niveau im internationalen Vergleich aufweisen. Das ist sehr, sehr schade. Wir haben ja sehr, sehr gute Voraussetzungen in Deutschland, aber das ist wirklich ein Fakt, den können wir wirklich nicht gut stehen lassen. Und deswegen, ja, 4 plus ist halt nur genügend. Da müssen wir ran, ne? Das ist mir ganz wichtig, natürlich andere auch, aber hier möchte ich das an der Stelle nochmal explizit betonen. Und wir sehen, dass ungefähr 4 von 10 Kindern und Jugendlichen, ja, praktisch nochmal wirklich eine Verschlechterung verzeichnen in der körperlichen Fitness während der Corona-Pandemie. Das kann man ganz gut individuell auch beobachten. Hier sehen wir es nochmal als Fakt. Also das ist das, was natürlich Corona jetzt auch verschlechtert hat. Also ich hoffe, dass wir hier den Gegentrend schaffen und explizit unsere Fitness dann auch verbessern. Wir selbst natürlich auch für unsere Kinder und Jugendlichen. Wir haben das vorhin schon mal angedeutet hier, da ging es um die Bildschirmzeit und das sitzende Verhalten, dass Kinder mehr moderate bis intensive körperliche Aktivität an Wochentagen sammeln als an Wochenendtagen. Ja. Das ist also spannend. Der Hintergrund ist hier, dass mehr Struktur gegeben wird. Ne? Und das ist eben das, was jetzt weiter auch analysiert wird, was weiter beobachtet wird, weil man immer wieder schaut, wie kann man einwirken, was sind die Faktoren, die es bestimmen. Und hier scheint ganz klar die Struktur eben ein gewisser Parameter zu sein, den man vielleicht noch unzureichend beobachtet hat.
Kinder brauchen Struktur, Jugendliche brauchen Struktur und das ist eben an den Wochenendtagen nicht so gut gegeben. Und da muss man schauen, was kann man dort an Struktur setzen. Finde ich ganz spannend, wie das weitergeht und das als kleine Orientierung hier für Sie, für euch, dass ihr auch mal mehr darauf achtet und wisst, wo könnt ihr ansetzen. Wir schauen mal auf Lebenswelten und Einflussquellen und hier schauen wir uns explizit Familie und Freunde an. Wir sehen hier die Gesamtnote 3. Mädchen und Jungen schneiden beide mit 3 ab. Und der Trend während der Corona-Pandemie, der ist nicht so richtig auszumachen, deswegen hier das X. Was ist hier an der Stelle spannend? Zwischen 30 und 60% der Eltern, das ist wieder eine größere Spanne, sind gemeinsam mit ihren Kindern körperlich aktiv. Das ist also noch zu wenig, wie ich finde. Ja, selbst wenn wir von 60% ausgehen, das sind noch nicht mal 2/3. Was aber okay ist, ist, dass zumindest zwischen 50 und 88% der Eltern ihre Kinder unterstützen, körperlich aktiv zu sein und Sport zu treiben. Ja? Und ich sage immer, okay, wenn man es selber nicht gut hinbekommt, ist schade, weil man ist ja auch ein Vorbild. Ne? Aber ich stelle mal das mal dahin, es hat verschiedene Faktoren, die dort eben auch Einfluss nehmen und das begründen. Dann zumindest darum kümmern, dass die Kinder und Jugendlichen aktiv sind mit anderen im Sportverein, wir hatten das gerade, also dort wirklich das dann anderweitig unterstützen, das sollte das Minimum sein. Wir sehen, dass die Unterstützung der Eltern mit zunehmendem Alter abnimmt und dann eben die Peer Group, die Freunde, ja, unmittelbare, auch Klassenkameradinnen, dann wirklich mehr Einfluss nehmen und dort tatsächlich in dieser Gruppe im gleichen Alter dann eben die Akzente gesetzt werden. Das zieht man, das soll man an der Stelle hier nochmal betonen. Und jetzt kommen weitere Quellen, die davon sprechen, dass relevante Faktoren, Situationen und Kontexte des förderlichen wie auch schädlichen familiären Umfelds ermittelt werden müssen. Ja. Hier sieht man, dass Längsschnittdaten, also Daten über eine längere Zeit noch fehlen, die letztendlich dann auch repräsentativ sind und man kann auch gut beobachten, dass hier unterschiedliche Bewertungsmethoden auch benutzt werden. Was soll das Ganze also aussagen, ist, dass wir hier mehr konzentriert noch an wirklich guten Daten, an einheitlichen Daten arbeiten müssen und die Familie wie auch die Freunde natürlich ein ganz entscheidender Faktor sind, die konkreter noch mit einer gewissen Konstanz auch beobachtet werden müssen. Was ich hier empfehlenswert finde, ist, dass generationsübergreifend gemeinsam Sport und Bewegung betrieben wird. Also ich sehe noch sehr großes Potenzial bei Seniorensport und Kindersport zum Beispiel gemeinsam. Also kleine Kinder, Jugendliche mit ihren Großeltern. Ja, alle Generationen brauchen Bewegung und es gibt gute Ansätze, zum Beispiel die Seniorensportschule, wo auch Kombinationen entstehen mit Kindersport, was im sächsischen Raum praktiziert wird. Aber ich sehe das an der Stelle noch zu wenig und finde das wirklich sehr fördernswert und es gibt ein gutes Potenzial. Und ich hoffe, dass, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr gute Ideen schon habt, das vielleicht im informellen, familiären Bereich auch macht. Aber gerne das auch unterstützt, dass irgendwo das ja ein bisschen größer angebunden wird, weil es sind doch schöne Kombinationen und es kann so viel Spaß machen. Und am Ende geht es auch um dasselbe. Man muss ja aktiv sein und darf gerne Spiele gemeinsam spielen und ja, hat viel Spaß dabei. Und das kann ich mir bei zum Beispiel Senioren und Kindern sehr, sehr gut vorstellen, habe ich auch schon gesehen. Also absolut empfehlenswert und ausbaufähig. Wir sind immer noch bei Lebenswelten und Einflussquellen und hier schauen wir jetzt nochmal auf die Schule. Die Schule bekommt eine Gesamtnote von 2-. Mädchen und Jungs dort gleich. Der Trend in der Corona-Pandemie hat abgenommen. Wir sehen, dass ein Fakt, der natürlich mich persönlich auch sehr bewegt, in Grundschulen nur etwa 50% der Sportlehrkräfte für das Fach ausgebildet sind. In den Hauptschulen sind sogar nur 30%. Ja. Das ist viel zu wenig, das ist ein Fakt, den müssen wir in den Jahren jetzt verändern. Es gibt gewisse Bestrebungen, Bemühungen, aber es ist gerade echt schwierig und diese Studien ziehen es hier nochmal fest. Das ist natürlich nicht unbedingt förderlich. Man kann auch nicht pauschal sagen, dass die nicht ausgebildeten Sportlehrkräfte natürlich alle schlecht sind, aber es sollte schon viel dafür getan werden, dass sich das wieder ein Stück weit ins Positive
umkehrt und die Zahlen wieder steigen, sodass wir dort eben ja, diese Ausbildung, die über ein längeres Studium natürlich auch ja, gelingt oder funktioniert, dass das tatsächlich dann auch in den Schulen auch wieder ankommt. Ne? Wir sehen, dass praktisch 20 bis 35% im Sportunterricht, das wird berichtet, dass die Schülerinnen sich in dieser relativ kleinen Prozentzahl wenig bewegen und dass dieser kaum anstrengend ist. Ja. Das ist das, was wir auch immer wieder beobachten. Auch da müssen wir gucken, was macht die Qualität des Sportunterrichts aus. Und wenn wir jetzt mal, das ist natürlich ein extremes Beispiel, aber es betrifft jeden, wenn wir jetzt mal auf Turnen schauen, Gerätturnen, da gibt es Zahlen, wo man sich in 45 Minuten, vielleicht 7 Minuten bewegt, verschiedene Klassenstufen und natürlich abhängig vom Setting, was gerade gemacht wird. Also hier, das ist mein persönliches Anliegen und alle, die natürlich in diesem Feld auch aktiv sind und einwirken können, diese Bewegungszeit ist natürlich wirklich wichtig und das ist unzureichend und es ist auch nicht einfach, aber das ist jetzt erstmal das, was hier steht. Und dann hat man es mal schwarz auf weiß und ich hoffe, dass sich das in den nächsten Jahren, spätestens bis zur nächsten Report Card und auch wieder positiv entwickelt. Noch schlimmer ist klar, in der Corona-Pandemie fand Sportunterricht kaum statt, beziehungsweise wurde teilweise untersagt. Was auch auffällig ist, dass wir immer noch darunter leiden, dass wenn Lehrermangel, Lehrerinnenmangel besteht, Krankheitszeiten zunehmen, dass Sport oft auch geopfert wird. Das ist ein Fakt, den ich überhaupt nicht unterstützen kann. Ich kenne Schulen und auch Lehrerinnen und Lehrer, die vor allen Dingen auch Schulleitungen, die sagen, okay, bei uns ist das nicht der Fall, weil das ein ganz, ganz wichtiges Element ist. Wir können jetzt nicht noch den Sport und die Bewegung wegnehmen. Insofern mutig sein, einfordern, dranbleiben und den Sport wirklich seinen Stand lassen und gucken, dass natürlich viel Bewegung stattfindet. Die Forschung sagt, dass eben die Bewegungszeiten, Belastungsintensitäten und Bewegungsumfänge ganz erstmal klar bedeutsame Faktoren sind, aber man sollte sie auch nicht alleine stehen lassen. Ja? Also dort bitte den Blick schärfen, natürlich gerne mit mir gemeinsam. Und hier kommt der Aspekt rein, dass wir noch zu wenig Gesundheitsbildung haben, Kompetenzentwicklung und kognitive Aktivierung, wenn wir mal auf den Sportunterricht schauen. Was will ich damit sagen? Rückblickend in meine Laufbahn als Schüler kann ich mich wenig daran erinnern, dass da andere Elemente eben wie ja, die kognitive Auseinandersetzung, wobei ich das Wort nicht mag, ne, ist alles Kognition, was da stattfindet, aber die Auseinandersetzung mit den Themen Hygiene zum Beispiel, generelle Gesundheit, dass die einfach unterrepräsentiert waren, also kaum stattfanden. Und hier sagt die Forschung oder generell die Entwicklung, wir müssen natürlich immer schauen, dass man sich ein Leben lang gut und gern auch bewegt. Und dadurch, dass so wenig Bewegungszeiten, Bewegungsumfänge und Intensitäten im Sportunterricht auch erreicht werden können aus verschiedenen Faktoren, dass wir hier vor allen Dingen sportpädagogisch arbeiten und andere Aspekte auf gleiche Ebene setzen. Ich will gar nicht sagen, so fokussieren, dass sie überrepräsentiert sind, aber dass man das auf jeden Fall auf dem Schirm hat und weiß, welche wichtigen Impulse man durch diese Aspekte auch entwickelt. Und das sollte den Sportunterricht auch ausmachen. Natürlich, und mein Hauptfeld, das wisst ihr, kann man hier garnieren, kann man hier unterstützen und das sollte jede Einrichtung auch tun, gerade deshalb, weil eben der Sport zu wenig kommt und selbst wenn 3 Sportstunden stattfinden, dann ist es immer noch zu wenig. Das kann ich euch unterstreichen, dass hier die bewegte Schule, das bewegte Lernen ausgeschöpft wird, dass es angewendet wird, weil das kann natürlich absolut gut unterstützen. Und ja, ich denke, das wird über die anderen Videos, die wir gemacht haben, die ganze Reihe, die hier anzusehen sind, natürlich ganz klar bewegtes Lernen, bewegte Schule, so viel Potenzial. Also dort bitte mehr noch kombinieren. Und dann erzielen wir sehr, sehr viele positive Effekte. Ich denke, das ist soweit an der Stelle auch klar. Und ich hoffe, ihr praktiziert das auch schon sehr gut. Wir schauen nochmal auf Kommune und Umwelt, auch bei dem übergreifenden Aspekt Lebenswelten und Einflussquellen. Hier gibt es die Gesamtnote 2 minus, für Mädchen und Jungen gleich.
Und wir sehen, dass ungefähr 66 bis 77% der Kinder und Jugendlichen zumindest mal, wir haben vorhin auch gesprochen über das unmittelbare Lern- und Wohnumfeld, zumindest draußen spielen können, also dass die unmittelbare Umgebung frei von Hindernissen ist, also wenig Autoverkehr und große Straßen. Das finde ich jetzt erstmal ganz gut und deswegen gibt es auch insgesamt eine 2-. Und was hier an der Stelle spannend ist, ist der Begriff partizipative Gesundheitsforschung. Man schafft es jetzt einfach mehr noch auf die jeweiligen Protagonisten oder Akteurinnen und Akteure einzugehen. Man fragt also, man schaut auch mehr, was brauchen Kinder und Jugendliche, was brauchen Eltern, was brauchen Senioren, was brauchen alle Generationen in verschiedenen Lebensabschnitten und geht dort mehr auf gezielte, verhältnisbezogene Bewegungsförderung. Das klingt überraschend für mich, weil ich sage so als Pädagoge natürlich auch, warum hat man das nicht von Anfang an auf dem Schirm und warum kommt man jetzt auf den Trichter? Aber manchmal muss man es einfach nochmal festziehen und in einen anderen Namen verpacken und wirklich dann konzentriert einfach gucken, dass man gezielt dieses neue System auch befeuert und dann kann das gut funktionieren. Ich kann das nur unterstützen, ist für mich eh klar, aber jetzt unter verschiedenen Begrifflichkeiten findet es hier vermehrt statt. Ich finde das natürlich eine sehr gute Entwicklung. Hier möchte ich noch ein paar Best-Next-Practice-Beispiele reingeben. Also es gibt eine schöne Entwicklung, die heißt Photo Voice, sodass in verschiedenen Bereichen dann einfach auch die jeweiligen Akteurinnen und Akteure mal dokumentieren, wie sieht es denn in unserem Stadtviertel aus, was passiert da in Richtung Bewegung und Aktivitätsförderung. Und Photo Voice heißt, man macht verschiedene Bilder und gibt das dann eben auch an Regierungen weiter, verbunden mit Texten, vielleicht, dass man wirklich dokumentiert, wie hat sich das über die Jahre, Jahrzehnte auch entwickelt. Es gibt weiterhin in Franken, gibt es in Unterfranken bewegte Dorfrunden. Da wurde ein Parcours gestaltet, der ungefähr 2 Kilometer lang, der wirklich an verschiedenen Stationen die Aktivität fördert. Also man erinnert sich so ein bisschen an Trimm-dich-Pfade, aber dort direkt dann im Umfeld, wo alle Generationen einfach Impulse bekommen, sich gemeinsam zu bewegen über verschiedene Spiele, über verschiedene Geräte, die dort etabliert wurden. Es gibt an anderen Stellen generationsübergreifende Bewegungsparcours, wo einfach Fitnessgeräte unterschiedlich ausgerichtet sind, auf verschiedene Zielgruppen auch konzipiert sind. Das ist also auch ein guter Ansatz. Und in die Richtung gehen auch mehr Generationenspielplätze. Also, dass man sagt, okay, das ist jetzt eher was für Kleinkinder und hier finden auch Jugendliche und junge Erwachsene ihren Aufforderungscharakter über coole Geräte. Und das sind gute Beispiele. Das können Sie ja auch alles googeln und tatsächlich dann weiter beobachten. Und ich finde, es ist gut, dass hier mehr und mehr in diese Richtung entsteht. Und wir werden sicherlich hier einiges in diesem Kanal auch noch weiter begleiten. Zum Ende unseres heutigen Beitrags über das Bewegungszeugnis möchte ich noch einen vorsichtigen Längsschnittvergleich anstellen. Und da geht es jetzt darum, dass wir uns die verschiedenen Kriterien nochmal anschauen. Und ich habe hier mal, wir hatten das ja eingänglich am Anfang auch, hatte ich euch das beschrieben, dass hier schon 2018 Global Matrix 3.0 erstellt wurde und jetzt ist eben die Global Matrix 4.0. Hier habe ich mal versucht, das so ein bisschen zu ordnen, welche Noten gab es auf die verschiedenen Parameter und welcher Trend ist hier entstanden. Ich will aber an der Stelle dazu sagen, auch in Absprache mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, das ist nicht ganz so einfach, weil wir sprechen hier über teilweise unterschiedliche Generationen, wenn man so will. In 4 Jahren passiert einiges und unterschiedliche Gruppen, die hier untersucht wurden. Also bitte nur vorsichtig mitnehmen. Trotzdem möchte ich so leichte Akzente setzen. Also was die aktive Mobilität im Transport betrifft, geht es so ganz leicht nach oben, wobei natürlich insgesamt auch eine Note von 3- auf 3 fast vernachlässigbar ist. Ja? Wir gehen Auf jeden Fall geht ihr sicherlich mit mir mit, dass tatsächlich hier auch die Note 3 natürlich nicht gut ist.
Ein bisschen besser sieht zumindest der Trend bei der Bildschirmzeit aus, aber Note immer noch schlecht. Und ähnlich ist es beim nicht organisierten Sport und dem aktiven Spielen. Trend, also leicht positiv, aber wir sind auf einem befriedigenden Niveau gelandet. Mal schauen, wo diese Reise, diese Entwicklung auch hingeht. Die allgemeine körperliche Aktivität ist wirklich schlecht mit einer 4 minus und ist auch so verblieben. Also ja, habe ich vorhin schon festgezogen, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wo viel gemacht werden muss. Im organisierten Sport stehen wir immer noch ganz gut da, leichter Negativtrend. Die Schule, wir haben ganz gute Voraussetzungen, was natürlich irgendwie Infrastruktur und Ausstattung alles betrifft, was mit Schule in Verbindung steht. Genauso sieht es aus mit Gemeinschaft und Kommune und Umwelt. Also wie sind Sportstätten und Spielplätze geschaffen, wie sind sie erreichbar? Hier muss man sagen, gibt es aber auch einen kleinen Negativtrend. Da müssen wir mehr aufpassen. Und was Familie und Freunde anbelangt, der Einfluss aufs Bewegungsverhalten, der ist leicht gesunken. Das sind so die vorsichtigen Bewegungen in verschiedene Richtungen. Ich würde es nicht überbewerten, aber es gibt so einen kleinen Impuls, eine kleine Idee, ob wir dort in Deutschland besser werden oder ob wir uns verschlechtern. Zum Längsschnittvergleich will ich noch Folgendes sagen. Erstmal noch weitere Erkenntnisse aus 2018. Das ist vielleicht für euch interessant, dass im Vergleich zu allen anderen Ländern Deutschland dort insgesamt die Note C erreicht hat und im Ländervergleich auf Rang 17 gelandet ist. Ne? Von knapp 50, was wir vorhin hatten. Das ist also, ja, ist vielleicht noch ganz gut, je nachdem, wie man das jetzt bewertet, wie ihr das einschätzt. Aber ich denke, mit den Voraussetzungen, die wir haben, da müssen wir viel weiter vorn sein, ohne jetzt zu sagen, es muss besser sein als in anderen Ländern. Generell darf es in allen Ländern sich natürlich verbessern, ist doch klar. Wovon es aber auch abhängig ist, und das will ich an der Stelle hier mal mitgeben, ist vom HDI, vom Human Development Index. Das heißt, es wird jetzt noch einbezogen, welche Voraussetzungen haben denn die verschiedenen Länder? Und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben hier verschiedene Kategorien erstellt. Das ist also verschiedene Länder, die hier aufgeführt sind, die eben ja, wenig entwickelt sind oder wenig gute Voraussetzungen haben, gering bis mittel. Dann gibt es hohe Voraussetzungen, die hier in der Mitte platziert sind. Und dann gibt es viele Länder, die sehr hoch bezeichnet werden. Und da gehört eben auch Deutschland dazu. Das heißt, beste Voraussetzungen und dann ist immer die Frage, was wird denn dort daraus gemacht? Ich möchte an der Stelle nochmal kurz hier diese Folie aufrufen und das sind die jeweiligen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die für die Report Card in Deutschland zuständig sind. Ich beobachte das gern in engeren Kontakt mit ausgewählten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern von dieser Liste. Bin jetzt nicht aktiv Teil des Teams, aber es trifft natürlich ganz klar mein Interessengebiet und hoffentlich auch euer Interessengebiet. Und ich finde es spannend, wie es mit der Report Card dann auch weitergeht. Auf jeden Fall soll es einen guten Input geben und gute Impulse, wo wir stehen, was wir zu tun haben und in der Hoffnung, dass das länderübergreifend auch weiter vorangetrieben wird. Und in den nächsten Jahren sich noch umfangreicher entwickelt, gucken wir natürlich vor allen Dingen auf unsere Noten und dann gern auch mal auf den Vergleich mit anderen Ländern. Ja, ich hoffe, es hat euch soweit interessiert und ihr seid neugierig auch auf das, was vielleicht andere Länder tun. Dann dürft ihr gerne in die Quellen auch reinschauen. Aber bevor ich euch diese zeige, würde ich gerne einfach noch diese Abschlussfolie präsentieren, die auch von der Alliance hier so dokumentiert würde. Die nehme ich gern auf. Hier steht Komm in Bewegung und es geht einfach darum, dass ihr natürlich gern, was mein Leitspruch ist, immer mit mir kommt und seid mit mir in Bewegung und dass man das hier auch ein Stück weit auch transferiert auf die Zusammenarbeit, auf viele Komponenten, was wir vorhin an anderer Stelle hatten, kann man hier auch anwenden. Das heißt, wenn wir alle zusammen agieren, wenn wir zusammengreifen und alle dasselbe wollen, ja, dass sich die verschiedenen Komponenten übergreifend auch besser entwickeln und wir dann am Ende, wenn man denn so will, auch bessere Noten erzielen.
Dann ist diese Zusammenarbeit sehr, sehr wichtig. Und das wird hier links nochmal in dieser Grafik dargestellt und rechts nochmal als Spruch. Natürlich wollen wir nicht sitzen bleiben, auch nochmal in die Verbindung mit dem Zeugnis, was jetzt ein bisschen den Rahmen bildet von Anfang zu Ende. Also sitzen bleiben ist nie gut, auch übertragen gemeint natürlich. Und kommt gern mit der Forschungsgruppe, die sich für die Report-Card hier engagiert und natürlich mit mir in Bewegung unterstützt die ganze Sache. Wir müssen dort mehr tun und ich werde nicht müde, dort auch aktiv zu sein und diese Impulse zu setzen. Es gibt genügend Ansatzpunkte und ich freue mich auf eure Unterstützung, in welchem Bereich auch immer. Gern kommt mit mir in Kontakt. Ja, fragt mich an. Engagiert euch, ich freue mich drauf und ich hoffe, ich konnte verdeutlichen mit diesem schönen Bewegungszeugnis, dass es wirklich auch spannend sein kann, dass es natürlich auch eine Pflicht sein muss, für uns da was zu tun. Und deswegen der Auftrag, ja, seid aktiv und werdet nicht müde und bleibt selbst auch nicht sitzen. Und zum Abschluss zeige ich euch nochmal die Literaturquellen, die diese Präsentation heute hier gestaltet haben. Da könnt ihr auch nochmal genau schauen, was steckt denn dahinter. Ich habe ja einige Dinge nur angesprochen. Das ist mir ganz wichtig. Viele gehen da einfach so drüber, aber ich will euch die hier präsentieren. Denn wenn ihr neugierig seid, dann werdet ihr auch weiter schauen und einfach euch auch, ja, für wissenschaftliche Fakten dort interessieren. Und dann habt ihr hier ausreichend Gelegenheit dazu. Ich möchte die Quelle Demetrio in der Mitte nochmal hervorheben, die 2018er Studie gemacht haben. 2022 ist eben noch nicht publiziert, wird auch kommen. Also bleibt gerne an den Namen dran. Mit Dank auch an Yolanda Demetrio, die mir mit Anne Reimers zusammen auch diese Daten ganz aktuell zur Verfügung gestellt hat. Und damit möchte ich heute an der Stelle auch schließen. Wir sehen uns. Habt Dank fürs Zuhören, seid aktiv. Ich freue mich auf mögliche Kommentare und Unterstützung. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Video. Nicht sitzen bleiben, aktiv werden. Let's go.